Hallo, liebe Zuschauer, ich bin hier an einem wunderbaren Ort und ich habe eine wunderbare Aussicht. Ihr nicht, was ich im Rücken habe, sieht nicht besonders gut aus, aber schaut mal nach vorne. Ja, ich bin hier rund 400 Meter dicke hoch und ich war schon mal vor einigen Monaten hier gewesen. Da ganz hinten im Dunst, da sieht man auch Koh Phangan. Aber da hinten sieht man einen Bergrücken, der ist auch schon abgerodet, wahrscheinlich um Häuser zu bauen. Und was mir auffällt, eine Ruhe ist hier oben. Ja, hier oben sind einige Ruinen. Die hatten vor einigen Jahren hier einen Baustopp. Ich glaube, das war ein Australier, der hier den Traum hatte, hier oben auf dem Berg Häuser und Villen zu bauen, um dann natürlich auch Geld mit zu verdienen. Aber dieser Traum hat sich nicht erfüllt. Ich glaube, die Häuser, die hier oben sind, die sind zu hoch gebaut worden im Berg. Aber das ist nur eine Spekulation. Jedenfalls, hier wird schon seit vielen Jahren nichts mehr gebaut. Alles verfällt. Die Isolation hängt von der Decke, beziehungsweise ist schon fast komplett weg. Das war mal alles schon isoliert. Ja, ich stehe kurz vor unserer Reise. Ist ja jetzt schon mehrere Wochen angekündigt worden. Und ich freue mich auch riesig darauf. Ja, aber jetzt habe ich auch einen Grund gefunden für mich selber. Wieso mache ich das eigentlich? Ich hatte ja mal gesagt, wir wollten Ende des Jahres immer in der Regenzeit hier das wunderbare Samui verlassen, um im Norden eben halt die Sonne zu genießen. Aber da ist mir ein weiterer Gedanke gekommen, der vielleicht für den einen oder anderen viel interessanter ist, was wir da oben jetzt erleben werden. Im Endeffekt ist es ja so, dass ich da oben so gut wie gar nichts kenne. Mein Freund Michael ist zwar da, aber ich will in dieses Gefühl reinkommen, was ist, wenn ihr jetzt zum Beispiel irgendwo oder auch da hin auswandert. Ich habe also viele, viele Menschen, die mich kontaktieren und die fragen, wie ist es denn, wenn man auswandert, neu irgendwo anfängt. Für mich oder für uns ist das genauso. Das Umfeld kenne ich nicht, wo wir hinkommen. Wir sind ja einen Monat da oben. Wir werden alles neu erleben, genauso wie ihr mit uns. Und ich werde euch überall mitschleppen, ob es jetzt zur Post ist oder zur Apotheke, Supermarkt. Wir müssen ja alles ergründen, wie es da ist, um eben halt doch zu leben. Außerdem ist es jetzt auch mal an der Zeit, mal Samui eine längere Zeit zu verlassen. Ich bin ja jetzt fast 8 Jahre hier. Und es ist schon mal interessant, woanders neu, sage ich mal, anzufangen. Ich werde da oben also nicht dauernd die Tempel abfahren, das wird also viel zu langweilig sein, sondern eine Basis schaffen, doch zu leben. Und da nehme ich euch eben halt mit, um das kennenzulernen. Und so verliert der eine oder andere die Angst davor, in einem ganz neuen Land, was ja für mich schon nicht mal so neu ist, aber die Gegend ja neu zu erkunden, und das bringt ja auch einen gewissen Reiz. Samui kenne ich relativ gut, noch nicht komplett, das wäre auch ein bisschen überheblich, das zu sagen. Samui ist sehr groß und das ist ja gerade das Schöne hier an Samui, aber ich habe auch von vielen gehört, Samui ist teuer. Ja, und oben im Norden in Rayong und die Gegend, die Strände, die habe ich ja euch gezeigt, kann ich hier oben mal verlinken. Das ist schon was kostengünstiger.
Vielleicht ist das für den anderen, einen oder den anderen eine Alternative, aber noch nach Thailand zu kommen und nicht in das teure Koh Samui. Ich versuche auch den Reiz da oben zu finden, für den einen oder anderen eben halt dorthin zu gehen. Ja, dazu kommt ja auch noch, da muss ich ja auch sagen, ich will das ja auch ein bisschen attraktiver machen in meinem Kanal, weil ich nämlich festgestellt habe, dass die Abonnentenzahl stagniert. Der eine oder andere, da hat sie auch schon ausgelockt. Und da muss man eben halt dem Zuschauer eben halt mehr bieten, als nur Samui oder hier und da mal ein paar Tage zu leben. Und ja, das ist ja auch ein gewisser Druck, muss man sagen. Also wenn man so einen großen Kanal hat wie ich, mit knapp 26.000 Abonnenten, da muss man sich eben halt schon mal anstrengen und noch was Interessantes reinbringen. Und das tue ich sehr gerne für euch. Und ich komme ja auch dazu, auch was anderes zu sehen als nur Samui oder Süden von Thailand, wo ich ja nicht so viel gesehen habe, weil es ja nur geregnet hat. Kann ich ja hier oben mal verlinken. Oh, ich zeige euch mal diese Aussicht hier. Ja, die Sicht hier oben ist ja schon spitze. Muss man schon sagen. Und das in West. Hier unten ist zum Beispiel ein Pool, der nicht fertig gebaut worden ist. Ist natürlich zum Teufel. Wer hier investiert hat, der ist wohl pleite gegangen. Ja, ich habe ja auch mitbekommen von meinen Besuchern, die freitags ja auch hier immer im Treehouse gewesen sind, dass das, was ich tue, aufmerksam verfolgt wird und die Träume werden dann auch angepickt, auch nach hier nach Thailand zu kommen. Und das will ich weiter aufgreifen und weitermachen. Wir wollen ja auch Ende des Jahres, wie ich schon am Anfang des Filmes gesagt habe, hier für 2 Monate bleiben. Und jetzt werden wir auch in den Isan hochfahren, wenn alles soweit klappt mit dem Wagen. Da werdet ihr dabei sein und auch mitfiebern, ob das Ganze auch klappt mit dem Wagen. Mit uns habe ich keine Bedenken. Das haben wir ja letztes Mal gezeigt im Urlaub, wie wir in den Süden gefahren sind. Was einfach geil ist, diese Ruhe hier oben. Ich habe zwar ein schönes Häuschen, aber 100 Meter von der Ringstraße entfernt. Im Unterbewusstsein ist das aber noch, dieser Lärm. Und hier ist das so eine erholsame Ruhe. Da hinten geht jetzt auch die Sonne unter, Richtung Nathorn. Ja, kurz gefasst ist eben halt, ich werde die Reise auch für diejenigen machen, die jetzt vorhaben, auszuwandern. Wie ist es, wenn ich an einem neuen Platz komme? Wie gehe ich da vor? Wie erkunde ich die Gegend? Welche Überraschungen man da erlebt? Das Neue zu erleben, da freue ich mich drauf. So, das soll es gewesen sein, so zwischendurch. Und ich würde mich freuen, wenn ihr euch die Filmserie anschaut. Reise in einem Hundemobil durch Thailand. Tschüss.